Mein Name ist Benny Hischier. Ich arbeite bei der Sanität Oberwallis in Visp. Ich bin hier seit rund einem Jahr als diplomierter Rettungssanitäter tätig. Seit gut einem Jahr arbeiten wir jetzt auch mit der neuen Stollenwerk CPS von der Firma Ambutech. Das elektronische System von Ertragen lässt sich ganz einfach mit dem Bedienelement am rechten Holm bedienen. Sobald die Trage ausgefahren ist, wird sie auf die patientenadaptierte Heche eingestellt. Das Beinstück wird abgefahren, das Oberkörperstück maximal hoch, sodass er flexibel sein und euch engere Stellen im Haus problemlos passieren können. Die vier Räder sind jetzt so eingestellt, dass wir 360 Grad die Wendung problemlos machen können und so eine optimale Wendigkeit von der Trage haben. Ein einfaches Klicksystem ermöglicht ein schnelles Lesen von einer Gurte und das Vorbereiten von einer Trage für den Patienten. Das Füßteil kann ausgefahren werden, so können wir die Trage auf eine Länge von bis zu 2,20 m ausziehen und haben so einen guten Platz für längere Patienten. Durch die Verkleinerung des Systems von Stollenwerk CPS ersparen wir uns das Gebrauchen eines Tragstuhls. Wir können mit der Trage im Lift bis zum Patienten fahren, den Patienten sitzend transportieren. Für die Trage zurück in die Ambulanz zu verladen, ist wichtig, dass die Vorderräder wieder fixiert sind. Dann kann die Trage auf die entsprechende Heche eingestellt werden und der Patient wird rückwärts in die Ambulanz gefahren. Bei unserem System haben wir die Möglichkeit, den Patienten sitzend zu transportieren. Der bewegliche Tragtisch ermöglicht das Arbeiten rund um den Patienten auch in der Ambulanz. Bei Bedarf kann ein Infusionsständer am Fuß oder am Kopfteil befestigt werden. Das Kinderrückhaltesystem wird an vier Punkten fixiert. Zweimal am Kopfteil mittels Splinten und zwei Gurten werden mittels einfachem Klicksystem am Fussteil das Kinderrückhaltesystem fixieren. Stollenwerk CPS-Tragen kann problemlos auch in Schräglage von einer Ambulanz ein- und ausgeladen werden. So sind wir nicht angewiesen darauf, dass die Ambulanz wirklich im Flachen parkiert wird. Das Gleiche gilt für Senkungen und Steigungen hinter dem Fahrzeug. Kleinere Absätze mit einer Heche bis zu 20 cm lassen sich problemlos überwinden. Und ohne grossen Kraftaufwand kann ich tragen. Gut darüber gefahren werden.